herzlich willkommen zum Podcast Lieben ohne Leiden. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich zeige dir hier, wie du dich aus einer leidvollen, toxischen Beziehung befreist und was der wahre Grund für diese toxische Beziehung ist. Außerdem erfährst du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass du da bist. Der Narzisst braucht dich. Immer wieder werde ich gefragt, was fühlt der Narzisst, die Narzisstin, warum macht sie das, warum macht er das, was geht in ihm vor, was denkt er, was fühlt er, was hat diese Verhaltensweise, dieser Satz zu bedeuten. Und ich kann diese Fragen vollkommen verstehen. Und wenn du schon einige Podcasts von mir gehört hast oder Videos auf YouTube geschaut hast, dann weißt du, dass es bei mir hier in diesem Podcast oder in den YouTube-Videos vor allem um die Lösung geht. Es geht darum, wirklich herauszukommen. Und Fakt ist, wenn du dich immer wieder um diese Fragen drehst, ist das auch schon wieder ein nächster toxischer Kreislauf? Ist das schon wieder eine Endlosschleife, wo du ja in eine nächste Falle geraten kannst und da eben auch wieder schwer rauskommst? Aber bevor du jetzt hier wegschalten möchtest, nein, ich erkläre dir gerne heute hier in diesem Podcast, ja, warum der Narzisst, die Narzisstin dich braucht. Aber an dieser Stelle möchte ich dir natürlich auch sagen, dass ja alleine diese Informationen dir zwar Antworten geben, aber dein Problem noch lange, lange nicht lösen. Deine Wunden nicht heilen, deinen Schmerz nicht heilen. Man denkt immer wieder, okay, wenn ich jetzt hier diese Antwort darauf finde, dann, ja, dann kann ich das endlich abschließen, dann gibt mein Verstand Ruhe. Aber es ist nicht wirklich so, weil dann kommt die nächste Frage und die nächste Frage. Und das möchte ich einfach vorab sagen. Gerne beantworte ich diese Fragen, weil die Beantwortung der Fragen trotzdem wichtig ist. Ja, diese Antworten darauf zu finden, ist für deinen Verstand wichtig, um es annähernd verstehen zu können. Aber auf der anderen Seite solltest du wissen, dass dein Verstand das niemals vollständig begreifen und verstehen wird. Weil ja diese Menschen, die wirklich sehr, sehr narzisstisch sind, die wirklich ja in Richtung Persönlichkeitsstörung tendieren, dass das einfach nicht logisch erklärbar ist. Dass diese Menschen es oft selbst nicht erklären können, warum sie so und so handeln, warum sie dieses und jenes getan haben, weil vieles einfach aus Impulsen heraus geschieht, aus Triggern heraus geschieht, die weder für den Außenstehenden noch teilweise für den Narzissten selbst logisch erklärbar sind. Natürlich machen Narzissten vieles bewusst und manipulativ mit Absicht, keine Frage. Aber da läuft eben auch sehr, sehr viel unbewusst ab. Und das ist eben für deinen Verstand nicht alles greifbar. Dennoch weiß ich, sind diese Antworten wichtig für dich, damit schon mal mehr Ruhe einkehrt in deine Gedanken und du dann den nächsten Schritt gehen darfst. Also lass uns einfach mal hereinschauen in dieses Thema. Der Narzisst bzw. die Narzisstin braucht dich. Ja, wenn man eben sich Menschen anschaut mit stark narzisstischen Anteilen, nennen wir es ja einfach mal so. Ja, die Menschen sind ja innerlich leer. Oftmals ist eine Gefühlsleere da. Es ist ja auch dieses Empathielose, was ja auch Narzissten kennzeichnet. Es ist eine Leere, eine ewige Suche, genauso wie du eigentlich, wenn man es sich genau anschaut, nach Liebe bei narzisstischen Menschen, eben nach Bewunderung, nach dem Gefühl, was Besonderes zu sein, wichtig zu sein.
Und diese Gefühle von Liebe, von Selbstwertschätzung können eben Narzissten aus sich selbst heraus nicht generieren. Also alleine auch Gefühle, sich zu freuen, wirklich Lebensfreude zu empfinden, wirklich ehrlich und nicht gespielte, okay? Das fällt Narzissten sehr, sehr schwer. Es gibt eben auch Narzissten oder Narzisstinnen, die es gar nicht können, wo alles gespielt ist. Es kommt eben jetzt auf den Grad, es hängt von dem Grad ab, wie sehr die Gefühle abgespaltet wurden. Und natürlich gibt es da Gründe, warum Gefühle abgespaltet wurden, weil der Narzisst und die Narzisstin natürlich auch Verletzungen hat, Missbrauch erlebt hat, was auch immer. Und bevor jetzt jeder Aufschrei kommt, nein, ich nehme die Narzissten nicht in Schutz, dass die deswegen den Freifahrtschein haben, sich wie, ja, ich sage jetzt das Wort nicht, ja, sich unmöglich zu benehmen. Ja, das ist natürlich keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Das heißt, der Narzisst beneidet dich auch dafür, dass du so viel fühlen kannst, eben auch, dass du wirkliche Freude empfinden kannst, dass du wirkliche Empathie empfinden kannst, weil das können eben die Narzissten nicht, zumindest nicht so lange sie irgendwann aufwachen, bewusst werden, sich reflektieren und an sich arbeiten. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, soll es geben, stellen wir jetzt einfach mal als Theorie auf. Ja, aber bis dahin ist es einfach nicht möglich. Und deswegen braucht der Narzisst die narzisstische Zufuhr, das heißt deine Bewunderung, deine Energie, deine Empathie, jedes Gefühl, wie das, er braucht es wie die Luft zum Atmen. Deswegen ist ja auch negative Zufuhr, heißt, wenn du dich ärgerst, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, auch das ist Energie. Und das brauchen eben die Narzissten und Narzisstinnen wie die Luft zum Atmen. Also das ist eben auch die Antwort, warum sie immer wieder Dinge tun, wo sie genau wissen, dass sie dich damit verletzen, wo sie dich mit Absicht verletzen, dich mit Absicht demütigen, weil durch deine heftigen Gefühle bekommen sie wieder Energie. Und das ist eben auch eine Art, sagen wir mal, Liebesbeweis oder Beweis, dass sie wichtig sind. Denn wenn sie starke Gefühle in dir auslösen können, entweder Gefühle der Bewunderung, weil sie was Besonderes sind, weil du in ihn oder sie verliebt bist, oder eben heftige Gefühle von Wut, von Aggression, von Hilflosigkeit, von Traurigkeit, das gibt diesen Menschen eben das Gefühl, ich bin wichtig, ich bin existent, ich habe Macht über jemanden, ist auch wirklich diese Machtausübung, diese Kontrolle, die eben Narzissten immer wieder haben wollen, und ich habe einen riesen Einfluss auf die andere Person, denn mir gelingt es, krasse Gefühle in dem anderen auszulösen. Das gibt ein Gefühl von Macht, von Überlegenheit, von Kontrolle, weil sie ja in sich unsicher fühlen, denn kein sich selbst liebender, sich sicher fühlender Mensch müsste irgendetwas tun, um Kontrolle auszuleben. Dieser Mensch, der sich selbst liebt, der sich sicher fühlt, sich und dem Leben vertraut, müsste das niemals tun. Da Narzissten sich aber nicht so fühlen und immer wieder auch Angst haben, unbewusst natürlich ganz tief vergraben, selbst verletzt zu werden, das sind all diese Dinge, warum sie die Kontrolle behalten wollen und lieber angreifen, also Angriff ist die beste Verteidigung, lieber gleich losschießen, als selbst verletzt zu werden. Und dabei brauchen sie einfach dich, deine Gefühle, deine Energie, weil sie innerlich durch welches Trauma sie auch immer erlebt haben, es so abgespaltet haben, dass sie sich nicht selbst kennen. Sie sind im Inneren wie ein Nichts. Sie brauchen dich als Spiegel, um sich überhaupt selber wahrnehmen, fühlen zu können und durch deine heftigen Gefühlsausbrüche oder Reaktionen auf ihr Verhalten gibt es ihnen praktisch die Bestätigung, ich bin da, mich gibt es, ich bin doch nicht nichts, sondern da gibt es eine Reaktion auf mich und auf mein Verhalten. Ja, und das
ist das, was ich selbst, wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich ja selber auch eine toxische Beziehung hinter mir, die ja sehr, sehr schmerzhaft war, logischerweise. Und ich habe natürlich auch meine Themen für mich gelöst und habe es bei mir so erlebt, wie auch bei vielen, vielen Klienten nachträglich nach meiner Befreiung, ganz klar. Da zeigt sich immer wieder das gleiche Bild. Wenn wir in der Hypnose, in der Trance-Übung, wenn ich mit meinen Klienten in den Narzissten oder die Narzisstin hineinschlüpfe, dann entdecken wir so gut wie jedes Mal, es kommt natürlich darauf an, wie narzisstisch der Mensch ist, der Partner ist, wie sehr dieser Mensch sich selber abgespaltet hat von seinen Gefühlen, von sich selbst im Prinzip, aus Schutz natürlich auch. Aber immer wieder zeigt sich das gleiche Bild, es ist eine innere Leere da. Es ist wirklich wie, als wenn dieser Mensch wie hohl ist. Mit hohl meine ich jetzt nicht dumm, sondern wie leer, wie eine leere Ritterrüstung, wie eine Hohlfigur, eine Schokoladenhohlfigur, sagen wir es mal so, dass wirklich da gar nichts drin ist. Also so zeigt es sich symbolisch in der Hypnose. Und wenn wir dann eben schauen und weiter gucken, okay, wie ist es, wenn wir in den Schuhen des Narzissten, der Narzisstin laufen? Was fühlt er oder sie? Was denkt er oder sie? Wir können diese Energien wahrnehmen. Und genauso habe ich es auch erlebt und viele meiner Klienten auch, dass da eine so krasse Dunkelheit herrscht in diesen Menschen und dass du als Partner oder Partnerin wie ein Lichtstrahl bist. Weißt du bist wie in einer Höhle und dann siehst du am Ende der Höhle wirklich wie am Ende des Tunnels dieses Licht leuchten, diese Sonne, die reinscheint. Und diese Sonne, dieses Licht, das bist du. Und du bist praktisch wie das Licht, was den Narzissten, die Narzisstin ans Licht führen könnte. Also wo eben Wärme ist, wo Licht ist, wo Leben ist. Und deswegen brauchen sie dich. Wenn du nicht mehr da bist, dann ist da nur noch Dunkelheit. Jetzt könntest du sagen, ja, das verstehe ich ja, aber ich habe ja versucht, dem Narzissten, der Narzisstin meine Liebe zu geben. Also er oder sie hätte total glücklich sein können. Wir hätten uns heilen können. Wir hätten so schön die Liebe leben können, dass ich wollte ja ihm helfen. Ich wollte ja ihr helfen. Aber das ist ja genau das, was nicht möglich ist, weil Narzissten, Narzisstinnen das ja nicht aushalten und auch gar nicht annehmen können, weil sie ja in sich, in ihrem Inneren unbewusst hinter all diesen Masken und diesen Rollen, die sie spielen, ja nach außen sieht es ja so aus, als ob sie gar niemanden brauchen. Von außen sieht es aus, dass sie sagen, ich bin derjenige, der hier niemanden braucht. Ich bin hier der einsame Cowboy, der rausgeht. Oh, ich brauche niemanden. Ja, das ist diese Rolle, die sie spielen. Es ist aber nicht wirklich wahr, wenn man ganz genau mal hinschaut. Ja, und so brauchen sie dich auf der einen Seite, aber eben nur so viel, wie sie aushalten können. Und dann wirst du wieder weggestoßen, weggeschoben, weil sie unbewusst tief in sich glauben, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Das ist aber so, so gut versteckt, dass Narzissten das vor sich selber verleugnen und sich selber so krass einreden, dass das absolute Gegenteil wahr ist. Denn an der Oberfläche sagen Narzissten, ich bin der Beste oder die Beste, die Schönste, der Geiste, der Tollste, um mich soll sich die ganze Welt drehen. Aber das ist ja das falsche Größen-Selbst, was Narzissten sich selbst kreiert haben, aus Schutz vor der bitteren, tiefen Wahrheit, die ganz, ganz tief unten im Keller ist und die immer wieder mal hochkommt. Und solche Beziehungen, wenn die zu nah werden, kommst du zu nah an diese Wunde. Und deswegen bist du auch immer wieder weggeschoben, weggekickt. Ja, diese ganzen Spiele, diese ganzen Abläufe, die ich ja in vielen Podcasts und YouTube-Videos ausführlich erklärt habe. Aber auch hier muss man natürlich sagen, wenn du jetzt diese Erklärung hast, warum er oder sie dich braucht,
Wie du weißt, ich hoffe es, wenn du schon einige Videos von mir gehört hast, dass es immer spiegelbildlich ist. Dass wenn du so einen Narzissten, eine Narzisstin in dein Leben gezogen hast, es auch immer was mit dir zu tun hat. Das hat nichts damit zu tun, dass du schuld bist, um Gottes Willen überhaupt gar nicht. Aber es ist eine Resonanz zwischen euch da und eine Resonanz ist immer nur dann da, wenn es zwei Energien sind, die auf derselben Wellenlänge schwingen. Und da ihr ja vom Verhalten ganz unterschiedlich seid, musst du eine Etage tiefer schauen. Denn das, was euch da anzieht, ist etwas, was du auch hast. Wenn du sagst, ja, die Narzissten sind ja so leer und die fühlen ja nichts. Du bist sicher empathisch und fühlst viel. Das ist bei dir nicht so, ja. Aber wenn du ganz ehrlich bist und ganz tief bei dir schaust, ist doch bei dir auch in dir auch eine Leere. In dir ist auch etwas leer. Sonst hättest du den Narzissten nicht angezogen. Diese Leere, diese Suche, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Wertschätzung. Auch du fühlst dich nicht gut genug, nicht richtig genug. Und wenn der Narzisst dich braucht, dann ist auch ein Teil in dir, wo du den Narzissten brauchst, wo du ihn genauso brauchst, um dich geliebt zu fühlen, um dich wichtig zu fühlen, um dich angenommen zu fühlen. Das ist dir bis jetzt vielleicht nicht bewusst, aber du brauchst ihn genauso, wenn du ganz ehrlich bist. Und die Wahrheit tut manchmal im ersten Moment ein bisschen weh, ist aber deine Lösung in deine Freiheit. Also löse deine Bedürftigkeit, dein Brauchen auf, deine Suche, dass ein anderer Mensch dir Liebe, Selbstwert, Sicherheit, Geborgenheit gibt. Das ist etwas, was wir zuerst immer aus uns selber heraus generieren müssen. Sonst werden es immer missbräuchliche Beziehungen, ob nun mit Narzissten oder vielleicht mit einem bindungsängstlichen Menschen oder wo du eine Beziehung hast, wo du einen Deal eingehst. Ich mach das, ich lieb dich und dann liebst du mich zurück. Aber leider werden diese Beziehungen nicht glücklich machen. Die machen unglücklich. Die machen dich unglücklicher, als wie du es alleine überhaupt hingekriegt hättest. Deswegen ist die Lösung, ob Narzisst oder nicht, deinen Selbstwert freizulegen, deine Bedürftigkeit zu heilen und ja, in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe zu kommen und dass du da niemanden mehr brauchst. Denn wenn du unbedürftig bist und niemanden mehr brauchst, dann ziehst du auch keine anderen Menschen, keine Narzissten oder andere Partner an, die auch leer sind und jemanden brauchen. Dann ziehst du einen an oder eine, die genauso satt und glücklich ist und liebevoll zu sich selbst ist, wie du es bist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat, wenn es dir die Augen geöffnet hat, auch wenn die Wahrheit manchmal ganz schön piekst, das weiß ich, das kenne ich doch aus eigener Erfahrung. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören oder wiedersehen, vielleicht mal bei YouTube, bei einem nächsten Video. Bis dahin alles Liebe. Jeder Tag ist ein Geschenk. Deine Katja Amberg. Tschüss.